Am Montag trifft das Thema sexueller Missbrauch auch auf den heimischen Skisport. Die ehemalige Abfahrerin Nicola Werdenig, vormals Spieß, spricht in einem Interview mit dem Standard von systematischem Missbrauch während ihrer aktiven Zeit in den 70er Jahren. Im Alter von 16 Jahren wird sie selbst von einem Teamkollegen vergewaltigt, nachdem dieser sie mit einem weiteren Mann zuvor alkoholisiert hat. Aus Scham habe sie aber bislang zu dem Vorfall geschwiegen. Sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch seien damals nichts Ungewöhnliches gewesen. Wer nicht mitspielen wollte, brachte seinen Startplatz in Gefahr, so die heute 59-Jährige. Eine Kollegin wird damals sogar heimlich beim Sex gefilmt und das Video der gesamten Mannschaft vorgespielt. Die Vorwürfe reichen unterdessen noch weiter zurück. In einem Tiroler Ski-Internat habe der Heimleiter zur eigenen Befriedigung einen anderen Schüler auf Werdenig angesetzt. Die damals 12-Jährige kann eine Vergewaltigung nur knapp mit einem Tritt verhindern. Sie selbst habe mit den Vorfällen mittlerweile abgeschlossen, müsse über das Erlebte aber sprechen, um jungen Menschen Kraft zu geben, sich im Fall der Fälle mitzuteilen.